Heute Abend dürfen wir auch von ihm Klartext erwarten, eine Analyse mit Respekt vor der Realität und mit ein paar grundsätzlichen Gedanken zum Thema Extremismus. Herr Gocke, schön, dass Sie da sind. Bitte, Ihr Vortrag. Ich denke, das Thema Extremismus in Sachsen, ein Land im Fadenkreuz, aktueller hätte man ein Thema gar nicht wählen können. Denn gestern gab es bundesweit einen Antiterror-Einsatz. Sie haben in den Nachrichten gestern Abend im Fernsehen davon gehört, heute in der Zeitung davon gelesen. Dabei wurde auch eine Wohnung in Leipzig durchsucht. Als ich diese Sätze damals hörte, fielen mir etliche Menschen ein, die sich gerne als lupenreine Demokraten inszenieren, die aber eine klammheimliche Freude haben, wenn die Antifa auf andere Menschen losgeht. Diese Spezies der lupenreinen Demokraten sind in Wirklichkeit Scheinheilige und Moralapostel. Sie finden sie überall. Sie finden sie aber vor allem bei Politikern, bei Kirchenvertretern und bei Kollegen von mir, nämlich den Journalisten. Extremismus ist auch für uns in Sachsen und auch in Dresden allgegenwärtig. Auch hier in Hoyerswerda. Wir haben miterleben dürfen, dass beispielsweise unser Büro am Bahnhofsplatz 1b mehrfach oder schon mehrfach angegriffen worden ist. Die Medien steuern ein Stück weit die Politik, indem sie einfach das eine oder andere weglassen. Deswegen, ich gehöre nicht zu den Vertretern der Lügenpresse ruft, aber Lügenpresse. Und wenn ich was weglasse oder etwas dazusetze, ist es nichts anderes als eine Lüge. Ja, bitte jetzt, wenn Sie jetzt ein Buch kaufen wollen, dann bitte jetzt, weil danach machen wir die auf und dann kann ich die alle in einem Rutsch signieren. Ja? Dankeschön. Dank.